Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Alex unterwegs. Ich bin heute im Giesenbergpark in der Stadt Herne und ja, möchte euch zeigen, was unsere Großbaustelle hier macht. Die hat nämlich einiges zu bieten. Hier sind mehrere Kolonnen fleißig am Arbeiten und ja, ich will euch mal ein paar Eindrücke hier heute einfangen. Bei mir ist heute auch der Bauleiter dieser Geschichte hier, der Bernhold Köster, und mit dem werde ich jetzt mal über die Baustelle sprechen. Ja, Bernhold, wir sind hier im Giesenbergpark in Herne. Große Baustelle für uns, oder? Ja, auf jeden Fall. Willkommen, hallo Alex. Und wie du schon sagtest, große Baustelle. Wir waren hier oder sind zum Teil noch mit fast 30 Leuten aktiv. Mit Pflanzung, mit Neubau, mit Umbau. Der Giesenbergpark wurde Anfang der 1970er Jahre gebaut und freigegeben. Und im Jahr 2022 hat man sich dann entschlossen, hier komplett alles umzugestalten. Wir sind seit August hier tätig und man sieht es noch nicht so ganz, aber in den letzten Zügen, um wirklich zum 18. Juni hier alles fachgerecht ordentlich zu übergeben, dass dann der Spielbetrieb in allen Bereichen auch wirklich funktioniert. Genau. Die Jungs geben auf jeden Fall Gas, haben wir schon gesehen, alle fleißig am Werken. Hinter uns sehen wir den Spielplatzbereich hier. Ja, das ist die Besonderheit, sowohl die ganz große Spielanlage, die hier aufgebaut wurde, mit behinderten Spielgeräten, einer Rutsche für Rollstuhlfahrer. Ganz neu, kannte ich bis dato auch noch nicht in dem Systemverbund. Wir haben direkt daneben die Cageball-Anlage, wo man jede Menge Fußballaktivität, Basketball spielen kann. Und das ganz besondere Highlight hier im Giesenbergpark ist hinter uns der Pumptrack, wo alle Kinder, Jugendlichen schon entgegenfiebern, dass der endlich benutzt werden kann. Ja, ich schwenk mal eben rum. Ja, Pumptrack sind ja immer mehr im Kommen. Ist in der Größe hier in der Region, glaube ich, auch einmalig. Ja, richtig schön gebauter Pumptrack. Ja, super. Dann sage ich einfach mal, von dem Park gibt es hier noch ein Video, wenn alles fertig ist. Ja. Aber da habt ihr jetzt erstmal einen kleinen Überblick und eine kleine Einsicht in die Baustelle, was sich hier alles tut und sich schon getan hat. Und ich sage immer, wie immer, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Tschüss.